Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Es ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Ich hoffe, ihr habt den jetzt gerade nicht gesehen. Heute gibt es wieder FL Studio Content. Könnt ihr euch freuen. Ich habe euch wieder 10 Tipps und Tricks vorbereitet. Die Videos kommen gut bei euch an. Ich merke, dass viele von euch auch mit FL Studio arbeiten und es immer wieder so einen kleinen Austausch gibt. Viele schicken mir noch ein paar Tipps über Instagram zu und so weiter. Finde ich unfassbar geil. Bevor wir jetzt anfangen, erstmal, was sagt ihr zu meiner neuen Deko? Dafür könnt ihr erstmal einen dicken Daumen hier da lassen, denn ich glaube, so eine Deko, so eine Beleuchtung sieht man echt selten irgendwo in YouTube-Videos. Geschweige denn hier unten, das bitte nicht beachten. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht weitergemacht, hier mein Studio auf Vordermann zu bringen. Ich war jetzt eine Woche ausgenockt, interessiert keinen, wollte ich nur so am Rande erwähnen. Wir werden bald diese Wand hier schmücken, dekorieren. Dazu würde es vielleicht einen Stream geben auf TikTok oder auf Twitch. Deswegen gerne reinfolgen. Socials bzw. Kanäle sind alle in der Videobeschreibung. Ich schnack nicht länger, wir switchen in FL Studio. Wir haben genug zu tun. 10 Tipps und Tricks, die euch, denke ich mal, wieder den Arsch retten werden. 3, 2, 1, Abfahrt. Erstmal Clap in den Chat, denn ich habe ein neues kleines Overlay. Das habe ich mir heute ein bisschen zusammengeschnitten. Finde ich ultra geil. Ich habe den alten Rahmen, also er ging mir ehrlich gesagt tierisch auf die Nüsse. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, mach's doch mal schlicht. Ich finde es geil. Schöner Übergang hier in FL Studio bzw. in das Desktop-Bild. Ich finde es viel cleaner. Auf der linken Seite sieht es so aus und wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Und zwar ist das Sample wiederfinden. Jeder kennt das Problem. Das hier ist aktuell mein Remix. Ich habe den euch in den letzten Tutorials oder in den letzten Videos schon abgespielt. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt einen Remix gemacht, schaut mal so nach einem Monat mal wieder rein, so wie ich, und denkt so, boah, geil, die Kick, diese hier, fühle ich ja anders wild. Und jetzt möchte ich die gerne für meinen anderen Remix verwenden, oder ich möchte wissen, wo oder in welchem Sample Pack. Und wenn ihr hier auf die linke Seite schaut, ich habe Unmengen an Sample Packs. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wo ist diese Kick hinterlegt, in welchem Sample Pack. Und da gibt es eine Easygoing Funktion, bevor ihr jetzt hier jedes einzelne Sample Pack durchklicken müsst. Also da wäre ich ja bis, keine Ahnung, bis nächste Woche dran. Gibt es hier, wenn ihr mal hier auf meine Maus schaut, gibt es neben diesem Ordner noch ein Ordnersymbol mit einem Schlüssel. Linksklick und zack. Hört sich nur ein bisschen anders an, weil ich sie noch ein bisschen gemixt habe oder ein paar Effekte draufgehauen habe. Deswegen ist das genau die gleiche Kick, und zwar hier oben, wenn ihr schaut, Hyper Kick Clean. Hier ist der Name, und das könnt ihr nicht nur mit Kicks machen, das könnt ihr mit Hi-Hats machen. Das könnt ihr mit hier White Noise, kann ich euch auch noch zeigen. So, scheiße, wo habe ich die her? Zack, klicke ich hier einmal rein und hier 003. Da ist sie. Das war Tipp Nummer 3. Das war Tipp Nummer 3. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit Tipp Nummer 2. Jeder kennt's. Man will vielleicht mal Vocals in FL Studio aufnehmen. Ihr wisst aber nicht, wie es genau geht. Ganz easy. Wir gehen rein in einen freien Mixer. Ich nehme jetzt hier die Nummer 12, F2. Den Shortcut solltet ihr eigentlich mittlerweile kennen. Ich gebe jetzt hier ein Vocal. Nochmal F2, so lange, bis ich sage, die Farbe taugt mir. Komm, heute bin ich mal... Das nehmen wir... diesen Farbton. So, und jetzt möchte ich gerne die Vocals aufnehmen. Normalerweise sollte hier irgendwo ein Ausschlag kommen von meinem Mikrofon. Und zwar, wenn ihr hier auf den Input geht, seht ihr hier verschiedene Inputs. Und ich habe mein Mikrofon auf Input 3. Wenn ich das jetzt aktiviere, seht ihr einen Ausschlagpegel. Und zwar hier, jetzt hört ihr mich und ich höre mich doppelt. Und so könnt ihr euer Mikrofon auswählen und Vocals aufnehmen. Easy going, Effekte hinterlegen und Abfahrt. Jetzt kommen wir wirklich zu Tipp Nummer 3. Das ist mit Abstand der krasseste und heftigste Lifehack, den ich auch selber erst vor kurzem gesehen habe. Und ich dachte mir, ich muss euch den zeigen. Und zwar folgendes, wenn ich starte mal kurz ein neues Projekt. Wenn ich jetzt hier jedes Mal ein neues Projekt öffne, habe ich mir folgendes eingestellt. Und das ist dann auch der Tipp Nummer 3. Den ich euch gleich zeigen werde, wie man das Ganze einstellt. Wenn ich ein neues Projekt öffne, öffnet sich sofort einmal das Plugin Serum, was ich
absolut jedem empfehlen kann. Spart euch ein bisschen Geld zusammen, jetzt ist dann eh bald Weihnachten, da wird es vielleicht den ein oder anderen Deal geben. Ich habe hier zum Beispiel beim Start, also wie gesagt, das ist ein leeres Projekt bei mir, eine Kick hinterlegt, weil ich die einfach unfassbar heftig finde. Und die kannst du wirklich auf jeden Remix anwenden. Dann halt wie gesagt einen Bass, weil ein Remix besteht aus Kick und Bass. Wenn man sich jetzt hier, ich muss das mal leider minimieren, wenn man sich jetzt hier meinen Mixer anschaut, ist der nicht leer wie bei euch wahrscheinlich, wenn ihr ein neues Projekt öffnet, sondern bei mir ist alles schon zumindest mit den nötigen Sachen hinterlegt. Ich habe hier einmal den Song, das heißt den Song, den ich remixe, zum Beispiel jetzt die Vocals. Dazu habe ich schon etliche Effekte draufgelegt. Also ich habe halt hier schon alles hinterlegt, was ich eigentlich in jedem Remix mache. Muss dann den jeweiligen, zum Beispiel hier ist die Kick schon auf der 2 geroutet. Das heißt, die Kick geht schon hier rein. Ist jetzt zwar kein Effekt hinterlegt, aber die ist direkt schon hinterlegt. Wenn ihr auch viele Remixe machen solltet und ihr wollt nicht jedes Mal den gleichen Scheiß einstellen wie Song hier 1 eingeben, Effekte reinladen, weil im Endeffekt basiert ja jeder Remix auf die gleiche Art und Weise und man hat ja so seine Struktur, seine Richtung, seine Effekte, Plugins, was man so nutzt. Danach geht ihr auf File, Save As, wählt den Ordner, geht in Dokumente, also da müsst ihr wirklich aufpassen, Dokumente, dann geht ihr, ich muss selber gerade schauen, Image Line. Dann sucht ihr den FL Studio Ordner, der ist hier oben. Dann geht ihr in Projects, dann in Templates und das speichert ihr euch dann ab. Das heißt, hier gebt ihr den Namen ein, Ordner wählen, abspeichern. So, jetzt habt ihr das in FL Studio hinterlegt. Damit ihr aber FL Studio noch den Befehl gebt, jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt öffne, wählt ihr nochmal File, New from Template, geht auf Change Default. So, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, wenn es zu schnell war. Also New from Template, hier Change Default Template. Dann öffnet sich diese Einstellung und dann geht ihr hier unten, das müsstet ihr eigentlich erkennen, wählt ihr dann euer Template aus. Ich habe es jetzt Remix genannt und schließt das Ganze. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt ein leeres Projekt öffnet, habt ihr das, was ihr halt von vornherein eingestellt habt, in jedem neuen Projekt. Und dafür könnt ihr erstmal einen dicken, fetten Like da lassen, Freunde, weil das ist ein absoluter Gamechanger. Tipp Nummer 5 um Automation Clips. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Wenn ja, egal, das ist wirklich einer der wichtigsten Sachen oder damit arbeitet eigentlich jeder. Und zwar einfach nur simples Beispiel. Ich habe jetzt hier die Vocals von dem Remix, wo ich gerade dran bin. Und ich möchte jetzt zum Beispiel, dass die Vocals, also die Lautstärke, schön einfadet. Es gibt zwar mehrere Versionen oder Varianten, wie man das einstellen kann, aber ich zeige es euch anhand eines Automation Clips. Und zwar mache ich jetzt hier Doppelklick. Das ist hier der ganze Song. Hier oben der Volume, also Lautstärkeregler. Ich habe jetzt hier ein Loop eingesetzt. Rechte Maustaste gedrückt halten, so lang ziehen, wie ihr wollt. Und zwar wird dann der Automation Clip auch nur so lang gemacht. Dann wird nämlich der Automation Clip auch nur so lang gehen, wie der Loop hier oben angezeigt wird. Wir machen jetzt hier einen Rechtsklick, Create Automation Clip. Hier oben wird er schon eingeblendet. Wir schieben den hier mal rein. Ich spiele es mal ab. Nicht wundern, ich habe halt hier die Effekte schon drauf, wie Stutter-Effekt und so weiter und Equalizer, deswegen hört sich das jetzt ein bisschen anders an. So, ihr habt jetzt gemerkt, die Lautstärke ist in einer, also ist eine konstante Lautstärke. Ich möchte jetzt aber den Anfang leise reinfaden und zwar mache ich hier den, ich ziehe hier den Punkt nach unten, den hier nach oben oder lasse den einfach so wie vorhin und es hört sich jetzt so an. Genau, das heißt leise und es wird immer lauter. So, kommen wir zu Tipp Nummer 6. Es geht um das Plugin Serum, also falls ihr das schon besitzt, will ich euch zeigen, wie ihr Presets, also es gibt ja unfassbar viele Presets im Internet zu kaufen. Ich habe auch schon einige mir zugelegt, einige schon gekauft. Ich wurde auch schon oft geinfluenced. Auf Instagram kommt vielleicht bei euch auch ab und zu so eine Werbung mit Serum Presets.
Da habe ich da beim einen oder anderen mal zugeschlagen. Und ich will euch zeigen, wie ihr ein Preset, was ihr gekauft habt, in Serum hinterlegt, damit ihr das nicht jedes Mal hier über Menü und dann Load Preset einfügen müsst, dass ihr das in der Preset-Bank sozusagen hinterlegt. Das heißt, wie bei mir, ich habe hier meine ganzen Ordner, auch wenn die jetzt nicht sortiert sind, habe ich halt hier gleich direkten Zugriff auf alle Presets, die ich in den Ordner hinterlegt habe. Und zwar ganz easy, ihr geht hier auf das Save-Symbol, also Speichern-Symbol, und ihr könntet so nicht das Preset abspeichern. Ich kann euch oder ich will euch damit zeigen, wo ihr euren Pfad findet. So geht ihr diesem Pfad hier einfach nach. Dokumente, XFR, Serum Preset, Presets. Und dann ballert ihr das hier einfach rein. Also kopiert ihr den Ordner rein, speichert es, müsst einmal FL Studio beenden, nochmal neu starten. Dann Serum öffnen und dann müsstet ihr euer Preset Bundle hier in dieser Datenbank finden. Tipp Nummer 7, wir bleiben gleich im Serum, und zwar will ich euch zeigen, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, man hat jetzt hier diesen Knob ein bisschen bewegt und möchte jetzt zum Beispiel hier einen Automation Clip erstellen. Wenn ich jetzt hier Rechtsklick mache, findet ihr diese Option nicht, weil es nur mit Fruity Loops, also mit FL Studio internen Plugins nur funktioniert. Aber es gibt eine Möglichkeit, das heißt, ihr bewegt jetzt einmal diesen Knob, diesen Regler hier, so. Und dann geht es hier oben links auf Tools, dann Last Tweak It und dann Create Automation Clip. So, und jetzt hat mir FL Studio einen Automation Clip erstellt, und zwar hier könnt ihr den sehen. Und das ist vom letzten bewegten Knopf sozusagen ein Automation Clip. Und so könnt ihr den ganz normal bearbeiten, wie ihr wollt. Tipp Nummer 8, der geht wirklich sehr simpel. Und zwar, wir gehen in das Schneidewerkzeug-Tool, also Schnittwerkzeug-Tool. Ich zoome jetzt hier ein bisschen rein. Das ist hier die Fill von mir. Und ich will sagen, ich will diesen kleinen Part, ist jetzt nur ein Beispiel, will ich nicht mehr haben. Normalerweise würde jeder den hier machen. Dann umschalten, löschen. So, das wäre jetzt der Weg, den die meisten gehen würden. Und ich zeige euch einen bisschen schnelleren Weg. Und zwar, ihr nehmt das Schneidetool und drückt nicht Linksklick, sondern Rechtsklick bleibt gedrückt. Hier, lasst los. Und der kürzere Teil wird direkt entfernt. Finde ich ganz cool bei manchen Situationen, bei manchen jetzt nicht. Ich nutze es nicht allzu oft, aber vielleicht hilft es ja den einen oder anderen, und wir machen weiter mit Tipp Nummer 9. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere, man hat hier ein bisschen was bearbeitet und denkt so, oh shit, ich möchte das gerne wieder rückgängig machen. Gibt es einen kleinen Shortcut, und zwar Steuerung Z. Habe jetzt den letzten Point oder die letzte Änderung zurückgesetzt. Wenn ich jetzt nochmal Steuerung Z mache, seht ihr, ich kann nur einen Schritt zurückgehen oder wieder einen vor. Und es gibt noch eine simplere Methode, um weitere Steps zurückzugehen. Ihr drückt nicht nur Steuerung, sondern auch Alt gedrückt, Z, und siehe da, man kann hier mehrere Schritte zurückgehen und hat halt nicht immer das Problem, dass man nur einen zurückgehen kann. Und der letzte Tipp für heute, Freunde, auch absoluter Gamechanger, habe ich auch viel zu spät erst gefunden. Und zwar Sample Packs hinzufügen, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Aber es gibt noch eine viel, viel schnellere Variante. Und zwar, ich nehme jetzt zum Beispiel hier diesen Ordner, Drop Steps. Und zwar könnt ihr einfach easygoing mit Drag and Drop einfach in eure Sample Pack Library reinziehen. Ist hinterlegt, brauche ich jetzt nicht machen, weil ich habe meine schon drin. Und der ist direkt hier in FL Studio hinterlegt. Das heißt, einfach Ordner nehmen, reinziehen, loslassen, und Sample Pack ist drin. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Hilfsmittel an die Hand geben. Ihr konntet wieder ein bisschen was damit anfangen. Ich melde mich schon mal ab. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder Bock. Ich nämlich auch. Wieder auf richtig geilen Content. Ich habe schon die nächsten 10 Tipps für euch vorbereitet. Werde ich auch gleich noch abdrehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher Tipp euch am meisten gefallen hat. Hilft mir auch ein bisschen wieder, mich zu pushen, weil ich war jetzt echt längere Zeit wieder inaktiv, und der Algorithmus von YouTube merkt sich das natürlich. Deswegen werden meine Videos nicht mehr so gepusht, aber durch eure Kommentarfunktion, Like-Funktion könnt ihr den Algorithmus wieder ein bisschen bei mir pushen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich melde mich jetzt ab. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Peace.